Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Dalamo. Cool, dass ihr wieder reingeschaut habt. In meinem heutigen Video machen wir mal wieder zusammen ein kurzes Unboxing. Und zwar habe ich mir neue Bluetooth-Kopfhörer dazugelegt. Der Marke Crazy Baby. Das Modell heißt Air. Und kurz zu der Marke Crazy Baby. Es ist ein Kickstarter-Crowdfunding-Projekt, von dem ich schon einen Lautsprecher habe. Das ist der Levitating-Lautsprecher, der schwebende. Über das habe ich schon ein Video gemacht. Ich kann es euch gerne in der Videobeschreibung verlinken. Und ihr könnt auch so auf meinen Kanal reinschauen und da ist das Video auch zu finden. So, dann kommen wir gleich mal zur Verpackung. Wie ihr wahrscheinlich auf den ersten Blick schon sehen könnt, ist sie sehr, sehr an Apple orientiert. Sagen wir mal, like iPhone. Hier oben ist das Produkt schon mal leicht erhaben in einer schönen, eleganten Optik abgebildet. Hier ist das Crazy Baby Logo. Ähnlich wie bei iPhones das Apple-Logo. Hier auf der Seite steht Air by Crazy Baby. Ich hoffe, man kann es jetzt einigermaßen lesen. Auch wie bei den iPhones. Hier nochmal das Logo und auf der Rückseite genau dasselbe. So, hier steht mal, was in der Box enthalten ist. Das sind in erster Linie sind es die Wireless-Kopfhörer. Dann verschiedene Größen der Ohrstöpsel, der Silikon-Ohrstöpsel. Für jedes Ohr geeignet sozusagen. Verschiedene Größen der Sport Sleeves, also dass die Kopfhörer wahrscheinlich beim Joggen nicht rausfallen. Die Charging Capsule, also das Ladecase. USB-C, to USB Charge Kabel, also ein normales USB-Kabel zu USB-C, um die Kopfhörer aufzuladen. Ob ein Netz dann enthalten ist, werden wir gleich sehen. So, dann machen wir sie gleich mal auf. Dann kommen uns schon die Kopfhörer entgegen. Wie wir auf den ersten Blick sehen können, sehr, sehr cooles Design vom Ladecase schon mal. Sehr, sehr schlicht auch. Farblich, es ist dunkles Anthrazit. Also das Aluminium wurde eloxiert. Hier nochmal mit dem Crazy Baby Logo. Hier ist der USB-C-Anschluss, um die Kopfhörer bzw. das Case aufzuladen. Und hier oben ist nochmal ein Status-LED, um zu sehen, ob das Case gerade lädt oder ob die Kopfhörer voll sind. So, hier ist schon mal das Case. Wie ich finde, echt sehr, sehr modern und schlicht gehalten. Passend zu der heutigen Zeit der Geräte. Und machen wir sie gleich mal auf. Dazu dreht man hier oben die Kapsel einmal nach rechts und dann einfach nur ziehen. Dann kommen uns schon die Kopfhörer entgegen. Wie wir sehen, in einem Schwarz-Hochglanz, sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Ich habe auch gelesen, dass die Membran im Inneren aus Kohlenstoff bzw. aus Carbon hergestellt wurde. Das heißt, es wurden nur hochwertigste Materialien wie Carbon und Aluminium verwendet. Das bei den AirPods leider nicht so ist. Wie bekannt sind die komplett aus Kunststoff. So, hier sind mal die Kopfhörer. Wirklich sehr, sehr klein im Vergleich zu den AirPods. Hier ist nochmal der Ladekontakt. Steht drauf rechts oder links. Hier die Membran. Und ganz kurz zum Sound zu sprechen zu kommen. Ich habe sie im Vorfeld schon mal kurz verbunden mit meinem iPhone und mal ein paar Lieder durchgehört. Und ich muss ehrlich sagen, ich bleibe natürlich bei den AirPods, da ich ein sehr, sehr großer Apple-Fan bin. Und ja, da sie mir einfach sehr gut gefallen und auch bestens kompatibel mit einem iPhone sind natürlich, aber klanglich muss ich wirklich sagen, sind diese Kopfhörer fast schon leider besser wie die AirPods. Allein schon vom Bass her, da es sich hier um In-Ear-Kopfhörer handelt, auch von den Höhen und Mitteltönen sind die wirklich leider Gottes besser. Trotz allem werde ich natürlich bei den AirPods bleiben. Diese Kopfhörer werde ich nur ab und zu benutzen. So, das ist nochmal die Optik. Im Ladecase. So. Und ja, wie gesagt, sehr, sehr elegant. Dann lasst uns mal weiterschauen, was noch so in der Box drin ist. Hier nochmal in Apple-Style. So, dann ist hier True Wireless. Das sind wahrscheinlich die Bedienungsanleitungen. Quick Start Guide
Aufkleber von Crazy Baby, ähnlich wie die Apple-Aufkleber, die bei jedem iPhone und Apple-Produkt dabei sind. Auch dasselbe Material, dieselbe Farbe, wie ihr sehen könnt. Also nochmal dazu zu sprechen zu kommen. Die komplette Aufmachung der Verpackung allein schon ist wirklich sehr, sehr, sehr an Apple orientiert. Was mich persönlich jetzt nicht stört, da ich von den Apple-Verpackungen sehr, sehr angetan bin. Aber ja, muss jeder für sich selbst entscheiden. So, dann geht es hier weiter. So mal klein verpackt. Müssen wir hier aufmachen. Dann sind hier die Ohrstöpseladapter in S, M und L. Also passend für jedes Ohr. Müsste ich nicht extra irgendwas dazu kaufen. Schon mal vorweg, die Kopfhörer werde ich natürlich in der Videobeschreibung verlinken. Und den Link zu meinem anderen Video mit dem Lautsprecher der Firma Crazy Baby natürlich auch, da der auch wirklich sehr, sehr innovativ ist, verglichen mit anderen Lautsprechern. Und das hier sind wahrscheinlich die, wie hieß es nochmal, die Sport Sleeves, also dass ihr euch beim Joggen zum Beispiel nicht aus den Ohren fallen. Und ja, das war's mal davon. Dann haben wir noch was Kleines hier. Ah, das ist nur das Ladekabel. Ein Netzstecker, wie ihr seht, ist leider nicht enthalten, aber ihr könnt sie natürlich an jeden Computer bzw. MacBook, iMac und dergleichen laden. Oder ihr habt noch einen USB-Netzstecker zu Hause rumliegen, den eigentlich fast jeder hat, wenn nicht für Power, das ist im Internet erhältlich. So, ist eigentlich gar nicht mal so viel in der Verpackung, was mich eigentlich im Großen und Ganzen immer sehr, sehr freut. Auch die Anleitung ist kurz und knapp gehalten, wie ihr gesehen habt. Quick Start Guide. Das heißt, die Bedienung ist auch im Apple-Style gehalten, nahezu Plug and Play. Ich habe ja schon erwähnt, dass ich sie im Vorfeld schon mal mit meinem Handy connected habe und das handelt sich wirklich um circa eine Minute. So, dann hoffe ich, das kurze Unboxing hat euch gefallen und die Kopfhörer natürlich haben euch auch gefallen. Wie gesagt, ich werde sie natürlich in meiner Videobeschreibung verlinken. Würde mich immer wieder freuen, wenn ihr auf meinem Kanal vorbeischaut und da habe ich weiterhin solche Videos, Technik-Gadget-Videos, Smart-Home-Videos, auch mal wieder ein Haushaltsgerät. Und ja, bei weiteren Fragen zu den Kopfhörern natürlich immer wieder in die Kommentare schreiben. Ich antworte schnellstmöglich und dann sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal.